Nichts. Die Boten gehen. Die Boten kommen. Sie schütteln den Kopf und melden nichts. Warten wir ab. Wenn er nicht zurückkommt, muss man einen Ersatz finden. Unter uns Kaiser gibt es genug. Nur keine Charaktere. Und wenn er zurückkommt, voll übler Laune? Mein Gott, er ist noch ein Kind. Wir werden ihn zur Raison bringen. Und wenn er taub ist für die Vernunft? Habe ich nicht früher eine Abhandlung über den Staatsstreich geschrieben? Gewiss, wenn es sein müsste. Ich zögere es jedoch vor, bei meinen Büchern zu bleiben. Verzeihung. Scipio ist verstimmt. Ein Kind kommt, wisst ihr. Die jungen Leute halten zusammen. Das macht nichts. Man hat Caligula in den Gärten des Palastes gesehen. Kommt, suchen wir ihn dort. Guten Tag, Caligula. Guten Tag, Helikon. Du scheinst müde zu sein. Ich bin weit weg gewesen. Tja, du warst lange fort. Es war schwer zu finden. Was denn? Was ich haben wollte. Und was wolltest du haben? Den Mond. Was? Ach. Zu was wolltest du den Mond? Nun, er gehört zu den Dingen, die ich nicht habe. Allerdings. Und jetzt? Jetzt hast du ihn? Nein, ich konnte ihn nicht bekommen. Das ist ärgerlich. Ja. Und darum bin ich so müde. Helikon. Ja, Caius? Du denkst, ich sei verrückt. Und du weißt ganz genau, dass ich niemals denke. Ich weiß es, aber ich bin nicht verrückt. Ich bin vielleicht niemals so vernünftig gewesen. Ich verspüre einfach plötzlich ein Bedürfnis nach dem Unmöglichen. Denn die Dinge, so wie sie sind, scheinen mir nicht befriedigend zu sein. Das ist eine weit verbreitete Ansicht. Du hast recht, aber ich wusste es vorher nicht. Jetzt weiß ich es. Die Welt, so wie sie ist, ist unerträglich. Also brauche ich den Mond oder die Glückseligkeit, die Unsterblichkeit oder etwas Wahnsinniges vielleicht, aber etwas, was nicht ist von dieser Welt. Das ist eine ausgezeichnete, eine originelle Überlegung, Caius. Aber wer könnte sie zu Ende führen? Davon verstehst du nichts. Gerade weil man niemals bis zum Schluss durchhält, wird nichts erreicht. Aber vielleicht genügt es, logisch bis zum Ende zu bleiben. Ich weiß, was du denkst. Welch ein Getue wegen des Todes einer Frau. Ich schwöre dir, dieser Tod ist nichts. Er ist nur der Wink einer Wahrheit. Um ihretwillen brauche ich den Mond.
Das ist eine ganz einfache, eine ganz klare Wahrheit. Etwas tump, aber schwierig zu finden und schwer zu ertragen. Hm. Und was ist das für eine Wahrheit? Die Menschen sterben und sie sind nicht glücklich. Ach, Caius, das ist eine Wahrheit, die sie sehr gut ertragen. Blick dich doch nur um. Deine Wahrheit hindert sie nicht zu trinken und zu schmausen. Ja. Alles um mich herum lebt in der Lüge. Aber ich will, dass man in der Wahrheit lebt. Oh, ich habe die Mittel, sie in der Wahrheit leben zu lassen. Ich weiß, was ihnen fehlt, Helikon. Es mangelt ihnen die Erkenntnis. Und es fehlt ihnen ein Lehrer, der seine Sache versteht. Mhm. Sei mir nicht böse, Caius, aber etwas Ruhe und etwas Schlaf. Und das ist unmöglich, Helikon. Das wird niemals mehr möglich sein. Aber warum? Wer wird mir den Mond holen, wenn ich schlafe? Hm. Du hast recht. Höre, Helikon. Ich vernehme Schritte. Ein Lärm von Stimmen. Schweig über alles und vergiss, dass du mich soeben gesehen hast. Ich verstehe. Bitte hilf mir in Zukunft. Warum soll ich nicht, Caius? Aber ich bin ein unwissender, bescheidener Mensch. Zu was also könnte ich dir helfen? Zum Unmöglichen. Ich werde mein Bestes tun. Komm. Wohin führst du mich, Cäsonia? Was willst du von mir? Komm hier rein, Scipio. Ein Wachtposten sei ein Vorübergehen. Aber ganz Rom sieht überall Caligula. Und Caligula sieht nichts als eine Idee. Welche Idee, Cäsonia? Wie sollte ich das wissen, Scipio? Drusilla? Vielleicht. Es ist wahr, dass er sie liebte. Es ist hart, heute das sterben zu sehen, was man gestern noch lebend umfing. Und du? Oh, ich? Ich bin die alte Geliebte. Wir müssen ihn retten. Du liebst ihn also auch? Ich liebe ihn. Er war gut zu mir. Er gab mir den Mut zum Leben. Bestimmte Sätze, die er sprach, behielt ich auswendig. Dass das Leben nicht leicht sei, sagte er, aber dass es die Religion gebe, dass es die Kunst gebe und vor allem die Liebe, die man uns entgegenbringt. Wie oft wiederholte er, die einzige Art zu irren bestände darin, den anderen Leid zuzufügen. Er wollte ein gerechter Mensch sein, Cäsonia. Ein Kind war er. Ich habe niemals einen anderen Gott gekannt als meinen Körper. Und zu diesem Gott möchte ich heute beten, auf das mir Caius zurückgegeben wird. Wir suchen dich, Cäsar. Ich sehe. Wir, das heißt... Was wollt ihr? Wir waren von Ruhe, Cäsar. Mit wem sprechen? Ja, auf alle Fälle. Du weißt doch, dass du einige wichtige Fragen wegen des Staatsschatzes zu entscheiden hast. Der Staatsschatz! Ja, natürlich. Der Staatsschatz ist die Hauptsache. Selbstverständlich, Cäsar. Nicht wahr, meine Teure? Er ist ungeheuer wichtig, der Staatsschatz. Er ist nebensächlich, Caligula. Pass auf, Intendant. Ich habe einen Plan für dich. Im Nu haben wir die ganze Staatswirtschaft auf den Kopf gestellt, also pass gut auf. Erstens, alle Patrizier, alle Personen des Reiches, die über einiges Vermögen verfügen, viel oder wenig spielt gar keine Rolle, werden von Amts wegen gezwungen, ihre Kinder zu enterben und ihre Testamente augenblicklich zugunsten des Staates zu ändern. Aber Cäsar... Noch habe ich dir nicht darauf zu reden! So, dann werden wir, je nach unseren Geldbedürfnissen, diese Leute sterben lassen. Und zwar gemäß einer Liste, die wir, wie uns gerade einfällt, aufstellen werden. Gelegentlich können wir die Reihenfolge auch ändern, ganz wie es uns Spaß macht. Und wir werden erben. Was fällt dir ein? Die Reihenfolge der Hinrichtungen ist in der Tat ohne Wichtigkeit. Oder vielmehr, sie haben alle die gleiche Wichtigkeit, was wiederum dahin führt, dass sie keineswegs wichtig sind. Im Übrigen schuldig sind sie alle. Der eine wie der andere. Du wirst meine Befehle unverzüglich ausführen.
Heute Abend noch werden von allen Einwohnern Roms die neuen Testamente unterschrieben. In einem Monat spätestens folgen die Provinzen. Entsende Kuriere. Mein Cäsar, du gibst dir keine Rechenschaft. Trottel! Hör mir gut zu. Wenn der Staatsschatz so ungeheuer, so allumfassend wichtig ist, dann kann es das menschliche Leben nicht sein. Klar? Alle, die denken wie du, müssen der Schärfe meiner Überlegung zustimmen. Sie müssen ihr Leben für einen Dreck halten, da ihnen doch alles am Gelde liegt. Im Übrigen ist es mein höchster Entschluss, logisch zu sein. Ich habe die Macht und ihr werdet erleben, was euch diese Logik kostet. Jeden Widerspruch und jeden, der widerspricht, werde ich ausradieren. Wenn es nötig ist, fange ich mit dir an. Cäsar, mein guter Wille, mein Cäsar, meine gute Gesinnung, über jeden Zweifel sind sie. Ich schwöre es dir mit 1000 Eiden. Auch mein guter Wille steht außer Frage, das kannst du mir glauben. Das beweist ja schon, dass ich bereit bin, deine Meinung zu teilen und den Staatsschatz für einen Gegenstand tiefsten Nachdenkens zu halten. Ich spiele dein Spiel mit den gleichen Karten. Im Übrigen, gerade durch seine Einfachheit trägt mein Plan alle Zeichen der Genialität. Damit ist die Debatte geschlossen. 3 Sekunden hast du Zeit, um zu verschwinden. 1. Ich erkenne dich nicht wieder. Du treibst Scherze, nicht wahr? Nicht ganz, Caesonia. Ich treibe Pädagogik. Ich verstehe dich nicht. Und jetzt gerade, Scipio. Es geht um das schlechthin Unmögliche. Vielmehr, es handelt sich darum, das möglich zu machen, was unmöglich ist. Ein uferloses Spiel, die Laune eines Narren. Du irrst. Es ist die Tugend eines Kaisers. Oh, meine Kinder. Ich fühle endlich den Nutzen der Macht. Sie gibt dem Unmöglichen seine Chance. Von heute ab bis in alle Zukunft ist meine Freiheit grenzenlos. Ich weiß nicht, ob man sich darüber freuen soll, Caius. Auch ich weiß es nicht. Aber ich vermute, man muss damit leben. Ich habe von deiner Rückkehr vernommen. Meine herzlichsten Wünsche für deine Gesundheit. Meine Gesundheit dankt dir. Geh weg, Geria. Ich will dich nicht sehen. Du überraschst mich, Caius. Erspar dir die Überraschung. Ich kann die Literaten nicht leiden und die Lüge nicht ausstehen. Wenn wir lügen, dann oft ohne es zu wissen. Ich plädiere auf unschuldig. Die Lüge ist niemals unschuldig. Und die Eure verleiht den Wesen und den Dingen Bedeutung. Das ist's, was ich euch nicht verzeihen kann. Und trotzdem müssen wir dieser Welt das Wort reden, wenn wir in ihr leben wollen. Halt keine Reden. Die Verhandlung ist geschlossen. Diese Welt ist ohne Wichtigkeit. Wer dies erkennt, erwirbt seine Freiheit. Und ich hasse euch geradezu, weil ihr nicht frei seid. Im ganzen Römischen Reich bin ich der einzige Freie. Freut euch, denn endlich ist euch ein Kaiser gekommen, der euch die Freiheit lehrt. Geh fort, Kyria. Und auch du, Scipio, geh fort. Denn was ist die Freundschaft? Eilt nach Rom und verkünde, dass ihm endlich seine Freiheit wiedergeschenkt wird. Und dass mit ihr eine große Prüfung beginnt. Du weinst? Ja, Caesonia. Wir Menschen weinen, weil die Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten. Caius. Und lass Caesonia. Aber bleib bei mir. Ich tue, was du willst. In meinem Alter weiß man, dass das Leben nicht gut ist. Aber wenn das Übel in der Welt ist, warum will man es noch vermehren? Du begreifst das nicht. Warum auch? Oh, Caesonia. Ich wusste, dass es dir Herzensangst geben kann. Aber ich wusste nicht, was dieses Wort in Wahrheit bedeutet. Ich glaubte, wie alle Menschen, es sei eine Krankheit der Seele. Aber nein, der Körper ist es, der leidet. Am schrecklichsten ist dieser Geschmack im Munde. Weder Blut, noch Tod, noch Fieber, aber dies alles zusammen. Es genügt, dass ich die Zunge bewege und alles wird wieder schwarz. Und die Wesen ekeln mich an. Oh, wie hart, wie bitter ist es.
ein Mensch zu werden. Du musst schlafen, Caius. Lange, lange schlafen. Entspanne dich und höre auf zu grübeln. Dann aber benütze deine Macht und liebe mehr, was noch geliebt zu werden vermag. Auch das Mögliche verdient eine Chance. Zu was frommt mir diese erstaunliche Macht, wenn ich die Ordnung der Dinge nicht verändern, wenn ich die Sonne im Osten nicht untergehen lassen kann? Zu was? Wenn ich nicht das Leid abnehmen und die Lebenden dem Tode zu entreißen vermag? Nein, Sesonia, es ist gleichgültig, ob ich schlafe oder wache, wenn ich nicht Herrscher bin über die Ordnung dieser Welt. Du willst dich den Göttern gleichsetzen? Ich kenne keinen sträflicheren Wahn. Ja, auch du glaubst, ich lebe im Wahnsinn. Ach, was ist schon ein Gott, dass ich es wünschte, ihm zu gleichen? Was ich ersehne mit allen meinen Kräften in dieser Stunde, reicht über die Macht der Götter hinaus. Es gibt das Gute und es gibt das Schlechte, das Erhabene und das Niedrige. Das Recht und das Unrecht. Ich schwöre dir, das ist unabänderlich. Es ist aber mein Wille, es zu ändern. Ich werde diesem Säkulum die große Gleichheit schenken. Und wenn alles gleich ist und unterschiedslos, wenn das Unmögliche endlich die Erde betritt, wenn der Mond in meinen Händen ruht, dann vielleicht werde ich selbst gewandelt sein. Und die Welt mit mir. Dann werden die Menschen nicht mehr sterben, dann werden sie glücklich sein. Caius, nie kannst du die Liebe leugnen. Liebe Cesonia, sie ist nichts. Caius! Ich habe sie kennengelernt. Der Staatsschatz, das ist das Wahre. Du hast es selbst gehört, mit ihm beginnt alles. Jetzt werde ich leben, 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 Cesonia. Ich bin es, der es dir sagt. Leben. Das ist das Gegenteil von Liebe. Ich bin es, der dich einlädt zu einem Fest ohnegleichen, zu einem riesigen Staats- und Weltprozess, zu dem schaurig schönsten Spektakulum aller Theater. Ich brauche Publikum, ich brauche Gaffer, Aufbau brauche ich und Schuldige. Rein mit den Angeklagten, ich dürste nach Schuldigen, alle sind sie schuldig, alle. Treibt den Todeskandidaten herein! Die Verurteilten! Das Publikum! Wer ein Publikum haben! Richter! Zeugen! Angeklagte, alle schon im Voraus, verurteilt im Voraus, verdammt! Cesonia, zeigen werde ich Ihnen, was Sie noch niemals sahen in Ihrem Leben. Den einzigen freien Menschen dieses gewaltigen Reichs! Du wirst mein Helfer sein. Oh, das wird herrlich. Wundervoll. Schwöre, dass du mein Helfer bist, Cesonia. Ich liebe dich. Warum sollte ich schwören? Du wirst alles machen, was ich dir sage? Alles, Caligula. Aber halt ein. Du wirst grausam sein. Grausam. Kühl und unversöhnlich. Unversöhnlich. Leiden wirst du auch. Leiden? Oh, ja. Caligula, du bringst mich doch hin. Schneller! Und jetzt nähere dich, meine Cesonia. Komm, 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 hier, an den Spiegel. Siehst du? Nichts. Nichts, nichts mehr ist da. Du siehst es. Keine Erinnerung mehr. Alle Fratzen sind weggewischt. Nichts, nichts mehr ist da. Doch, weißt du, was bleibt? Nähere dich noch ein wenig. Schau. Und ihr, heran mit euch! Seht es euch an. Was zeigt der Spiegel? Caligula! Ja! Caligula! Bleibt! Thank you.
unsere Würde mit Füßen. Mich nennt er kleine Frau. Er macht mich lächerlich, Donner und Tod. Deine Güter, Patricius, hat er eingezogen. Scipio, die hat er den Vater getötet. Octavius, deine Frau, hat er entführt und sie schließlich in ein Hurenhaus gesteckt. Lepidus, deinen Sohn hat er ermordet. Wer von euch könnte das noch länger ertragen? Ich habe gewählt. Zwischen dem Risiko der Tat und einem erbärmlichen Leben in Ohnmacht und Furcht gibt es für mich kein Zögern mehr. Er hat für mich gewählt, als er meinen Vater tötete. Wollt ihr noch zaudern? Wir stehen zu dir. Der Laffe. Der schamlose Hund. Dieser Schmierenkomödiant. Ein Impotenter ist er. Wo rast ihr hin? Zum Palast. Ich habe begriffen. Aber glaubt ihr, man lässt euch hinein? Wir brauchen keine Erlaubnis. Lepidus, schließt bitte die Tür. Ich will, dass die Dinge klar sind. Ich bin mit euch. Aber ich bin nicht für euch. Ihr habt eine falsche und unglückliche Methode gewählt. Ihr habt euren wahren, wirklichen Feind verkannt. Ihr unterschiebt ihm kleinliche Motive. Seine Motive indessen sind gewaltig. Und ihr rennt in euer Verderben hinein. Erkennt erst, wer er ist. Umso besser werdet ihr ihn schlagen. Der wahnsinnigste aller Tyrannen, das ist er. Nein, wahnsinnige Kaiser kennen wir zur Genüge. Dieser aber ist nicht wahnsinnig genug. Was ich an ihm hasse, ist, dass er weiß, was er will. Unser aller Tod, das will er. Nein, das erst in zweiter Linie. Es geschieht nicht zum ersten Mal bei uns, dass ein einzelner Mensch über grenzenlose Macht verfügt. Aber zum ersten Mal bedient sich einer ihrer grenzenlos bis zur Verneinung des Menschen und der Welt. Das ist es, was mich erschüttert und was ich mit all meinem Willen bekämpfen werde. Der Verlust des Lebens ist nebensächlich. Ich werde den Mut dazu haben, wenn es not tut. Denn es ist unerträglich, den Sinn dieses unseres Lebens dahinschwinden zu sehen, Zeuge zu sein, wie die Vernunft unserer Existenz sich auflöst ins Nichts. Es gibt kein Leben ohne Vernunft. Die Rache ist Vernunft genug. Ja, und ich werde die Rache mit euch teilen. Nicht aus Mitleid an euren kleinen Demütigungen, sondern um gegen eine gewaltige Idee zu kämpfen, deren Sieg nichts anderes bedeuten würde als das Ende der Welt. Es mag hingehen, dass er euch zum Gespött macht, aber ich kann nicht zulassen, dass Caligula alles, aber auch alles tut, was er in seinen Träumen erträumt. Er verwandelt seine Gedanken in Leichen. Und zu unserem Unglück ist das eine Philosophie, gegen die es keine Einwände gibt. Man muss sie erschlagen. Widerlegen kann man sie nicht. Handeln muss man. Man muss handeln. Aber niemals werdet ihr diese Macht des Sinnlosen ausrotten, wenn ihr von vorne auf sie einstürmt, während sie dasteht in der vollen Entfaltung ihrer Kraft. Die Tyrannei kann man bekämpfen. Diesen Ausbund des Bösen jedoch muss man überlisten. Man muss es abwarten, bis seine scheinbare Logik verendet im völligen Wahn. Ich betone, ich habe hier lediglich aus Loyalität gesprochen. Ihr müsst begreifen, dass ich nur eine kurze Strecke euer Gefährte bin. Euren späteren Interessen vermag ich nicht zu dienen. Denn ich wünsche nichts anderes, als endlich den Frieden wiederzufinden in einer neu gefügten Welt. Nicht der Ehrgeiz lässt mich handeln. Es ist die Frucht des vernünftigen Denkens, die Furcht vor dem rasenden Überschwall des Unmenschen, vor dem mein Leben leer wird und nichts. Ich glaube, ich habe dich ungefähr verstanden. Kerea, du hast gut gesprochen. Es war richtig, dass du uns beruhigt hast. Es ist noch zu früh zum Losschlagen. Das Volk stände heute noch gegen uns. Bist du bereit, Kerea, mit uns auf diese Stunde zu warten? Ich bin es. Lassen wir Caligula weitermachen. Treiben wir ihn weiter auf seiner Bahn. Organisieren wir seinen Wahnsinn. Der Tag wird kommen, da er allein sein wird vor einem Reich voller Toten. Und derer, die sie beklagen. Guten Tag, mein Schätzchen.
Meine Herren, eine Hinrichtung erwartet mich. Aber ich habe mich entschlossen, mich vorher bei dir, Keria, zu erquicken. Ich habe gerade befohlen, dass man uns Speisen bringt. Lasst auch eure Frauen holen. Rufius hat Glück, dass ich so oft Hunger habe. Rufius, das ist der Edle, der sterben soll. Ihr fragt mich gar nicht, warum er sterben soll? Wohlan, ich sehe, dass ihr intelligent werdet. Ihr habt endlich begriffen, dass man nicht unbedingt etwas angestellt haben muss, um zu sterben. Soldaten, ich bin mit euch zufrieden. Bitte setzen wir uns zwanglos, ohne Etikette. Immerhin, dieser Rufius hat Glück. Ich bin sicher, dass er diesen kleinen Aufschub nicht zu würdigen weiß. Und trotzdem, einige dem Tod abgewonnene Stunden sind unschätzbar. Du scheinst schlechter Laune zu sein, Lepidus. Vielleicht, weil ich deinen Sohn töten ließ? Aber nein, Caius. Gegenteil. Im Gegenteil. Oh, wie lieb ich es, wenn das Antlitz die Sorgen des Herzens Lügen straft. Dein Antlitz ist traurig, aber dein Herz? Im Gegenteil, nicht wahr, Lepidus? Im Gegenteil, Cäsar. Ach, Lepidus, niemand ist mir teurer als du. Lass uns zusammen lachen, willst du? Erzähl mir eine lustige Geschichte. Caius. Gut. Dann werde ich eine erzählen. Aber du wirst lachen, nicht wahr, Lepidus? Auch wenn es nur für deinen zweiten Sohn wäre. Übrigens bist du ja gar nicht schlechter Laune. Im? Na, los, Lepidus! Im Gegenteil, Caius. Das lass ich mir gefallen. Sieh sie dir nur an, Cäsonia. Alles ist hin. Futsch. Die Sittsamkeit, die Respektsperson, die Furcht vor den Nachbarn, die Weisheit der Nation, alles Rauch. Alles verschwindet vor der Angst. Oh, Cäsonia, die Angst, dieses schöne, unverfälschte, reine und selbstlose Gefühl. Das Einzige, dessen Adel im Bauch hockt. Sprechen wir von etwas anderem. Los, Keria, du bist so schweigsam. Ich bin bereit zu sprechen, Caius, sobald du es erlaubst. Vortrefflich. Also schweig. In Wirklichkeit habt ihr ein Komplott geschmiedet, als ich hereinkam. Ist es nicht so? Man war gerade dabei, so eine kleine niedliche Verschwörung zu machen, nein? Caius, wie kannst du... Wichtigkeit, mein Süßerchen. Das Alter muss ich austoben, gar nicht wichtig. Wirklich, ihr seid unfähig für eine Tat, die Mut verlangt. Da kommt mir gerade in den Sinn, dass ich noch einige Staatsgeschäfte zu erledigen habe. Intendant, du wirst die öffentlichen Kornspeicher schließen lassen. Ich habe soeben die Verordnung unterzeichnet, du findest sie in meinem Kabinett. Aber... Morgen wird Hungersnot herrschen. Aber das Volk, es wird murren. Ich sage, dass morgen Hungersnot herrscht. Alle Welt kennt die Hungersnot, sie ist eine Heimsuchung. Morgen wird die Heimsuchung da sein. Ich werde die Heimsuchung aufhören lassen, wenn es mir gefällt. Schließlich habe ich gar nicht so viele Möglichkeiten, um zu beweisen, dass ich ein freier Mensch bin. Man ist immer nur frei auf Kosten eines anderen. Das ist absurd, aber normal. Wissen Sie schon, dass wir mit Helikon zusammen vortrefflich gearbeitet haben? Wir verfassen zusammen ein kleines Traktat über die Hinrichtung. Wir werden euch davon in Kenntnis setzen. Es ist anzunehmen, dass man euch um eure Meinung befragt. Seien wir großzügig, Helikon. Enthüllen wir ihnen unsere kleinen Geheimnisse. Los, Helikon, Absatz 3, Paragraph 1. Die Hinrichtung erleichtert und befreit. Sie ist allumfassend, stärkend und gerecht in ihrer Anwendung, wie in ihren Absichten. Man stirbt, weil man schuldig ist. Man ist schuldig, weil man Caligulas Untertan. Also ist alle Welt schuldig. Daraus folgt, dass alle Welt stirbt. Das ist eine Frage der Zeit und Geduld. Nun, was haltet ihr davon? Die Geduld, hä? Das ist ein Einfall.
Soll ich es euch sagen? Die Geduld ist, die ich am meisten an euch bewundere. Jetzt, meine Herren, könnt ihr euch zurückziehen. Carrier bedarf eurer nicht mehr. Doch Cesonia soll bleiben. Lepidus ebenfalls. Und Meraia. Ich möchte mich mit euch über die Organisation meines öffentlichen Hauses unterhalten. Es macht mir große Sorgen. Zu dienen, Caius. Was klappt nicht? Versagt das Personal? Nein, aber die Einnahmen sind miserabel. Dann muss man die Tarife erhöhen. Meraia, du hast soeben die Gelegenheit verpasst, den Mund zu halten. In deinem Alter sollten dich solche Fragen nicht interessieren. Du wirst später nach deiner Meinung gefragt werden. Warum befahlst du mir dann zu bleiben? Weil ich nachher einer leidenschaftslosen Ansicht bedarf. Was trinkst du da, Meraia? Das ist gegen mein Asthma, Caius. Nein, du nimmst ein Gegengift. Aber Caius, du scherzest. Ich bekomme des Nachts keine Luft. Ohne dieses Mittel würde... Du hast also Angst, vergiftet zu werden. Mein Asthma. Quatsch, nennen wir die Dinge bei ihrem richtigen Namen. Du hast Angst, dass ich dich vergifte. Du verdächtigst mich. Du belauerst deinen Kaiser. Bei allen Göttern, nein. Du verargwöhnst mich. Du misstraust dem Cäsar. Caius. Antworte mir, wenn du ein Gegengift gebrauchst, unterschiebst du mir logischerweise die Absicht, dich vergiften zu wollen. Ja. Ich wollte sagen, nein. Kaum glaubst du, dass ich beschlossen habe, dich zu vergiften, tust du alles, dich diesen meinem Willen zu widersetzen. Das sind zwei Verbrechen und eine Alternative, aus der du mir nicht entschlüpfst. Entweder wollte ich dich nicht sterben lassen und du verdächtigst mich, deinen Kaiser, oder ich wollte es und du Wurm versuchtest, dich dem zu widersetzen. Nun, Meraia, was sagst du zu dieser Logik? Sie ist unerbittlich, Caius. Aber sie trifft in meinem Fall nicht zu. Ein drittes Verbrechen. Du hältst mich für einen Dummkopf. Hm. Setz dich und hör mir genau zu. Alle sollen sich setzen. Von diesen drei Verbrechen ist eins ehrenvoll für dich. Das zweite, denn von dem Augenblick an, da du glaubst, ich hätte eine Entscheidung getroffen, lehnst du dich sofort gegen sie auf. Du revoltierst. Du bist ein Aufrührer, ein Revolutionär. Das ist nicht schlecht. Ich liebe dich sehr, Meraia. Und weil ich dich liebe, wirst du nur wegen des zweiten ehrenvollen Verbrechens verurteilt werden und nicht wegen der anderen. Du wirst nämlich sterben als Revolutionär. Du brauchst mir nicht zu danken, das ist ganz selbstverständlich. Nimm, trink dieses Gift. Los! Herr Mordin. So. Cesonia. Was ist das? Meraias Fläschchen. Ein Gegengift? Nein, Caligula. Ein Mittel gegen Asthma. Es macht nichts. Es macht nichts, macht nichts. Es kommt auf das Gleiche heraus. Ein bisschen früher, ein bisschen später. Was sollen wir tun? Zunächst einmal die Leiche wegschaffen. Sie ist zu hässlich. Wir müssen schnell handeln. Wir müssen 200 sein. Komm zu mir, Scipio. Was willst du? Komm näher. Er hat deinen Vater getötet? Ja. Du hassest ihn? Ja. Du willst ihn töten? Ja. Hör mich an. Denke zuerst an das verzerrte Antlitz deines Vaters, dem man die Zunge herausriss. Denke an diesen Mund voll Blut und an den Schrei der geschändeten Kreatur. Ja. Und jetzt denke an Caligula. Ja. Und nun versuche zu verstehen. Still. Helikon. War das Cesonia?
Ja. Caligula folgt mir auf dem Fuße. Wie wär's, wenn du soupieren gingest, Poet? Helikon, hilf mir, ich... Das wäre gefährlich, mein Täubchen. Ich verstehe nichts von der Dichterei. Du könntest mir wirklich helfen, Helikon. Du weißt so viel. Ich weiß, dass die Zeit vergeht und dass man sich beeilen muss, um zu soupieren. Ich weiß auch, dass du Caligula töten könntest. Und dass er das nicht ungern sehen würde. Du bist es. Ich habe dich lange nicht gesehen. Was treibst du? Schreibst du immer und immer? Kannst du mir deine letzten Stücke zeigen? Ich habe Gedichte geschrieben, Cäsar. Worüber? Ich weiß nicht, Cäsar. Über die Natur, glaube ich. Ein herrliches Thema. Schön und weit. Was hat sie dir denn getan, die Natur? Sie tröstet mich, kein Cäsar zu sein. Ach. Glaubst du, dass sie auch mich darüber hinwegtrösten könnte, ein Cäsar zu sein? Mein Gott, sie hat schlimmere Wunden geheilt. Wunden? Du sagst das voll ingrimmiger Bosheit, weil ich deinen Vater getötet habe? Du wüsstest, wie billig dieses Wort ist. Wunden. Nur der Hass macht die Menschen intelligent. Alle Menschen wissen um eine Zärtlichkeit in ihrem Leben. Dies allein hält sie aufrecht. Ihr wenden sie sich zu, wenn sie ermatten. So ist es, Scipio. Und du? Hast du denn nicht beim Aufquellen der Tränen eine Zuflucht? Lautlos und schweigsam? Ja. Doch. Und sie heißt? Die Verachtung. Darin liegt Lästerung, Caius. Nein, Scipio, das ist Scharfblick. Es genügt, sich zum Tyrannen zu machen. Es genügt. Aber wenn das richtig ist, dann glaube ich, dass du alles getan hast, damit eines Tages sich Legionen menschlicher Götter rings um dich erheben, ebenfalls unversöhnlich. Und sie werden im Handumdrehen deine Göttlichkeit in deinem eigenen Blut ersäufen. Du glaubst nicht, wie wahr du redest, Scipio. Ich habe das Notwendige getan. Ich kann mir den Tag, von dem du sprichst, schlecht vorstellen, aber ich träume manchmal davon. Und auf all den Gesichtern, die dann aus dem Dunkel der bitteren Nacht hervortreten, erkenne ich in der Tat mit Entzücken den einzigen Gott, den ich auf dieser Welt angebetet habe. Jämmerlich und feige wie das menschliche Herz. So, und jetzt geh. Du hast schon viel zu viel gesagt. Ich muss noch meine Fußzehen rot lackieren. Das eilt. Helikon. Was gibt's? Macht deine Arbeit Fortschritte? Welche Arbeit? Der Mond. Das ist eine Frage der Geduld. Aber ich möchte mit dir sprechen. Vielleicht hätte ich die Geduld, aber ich habe nicht viel Zeit. Man muss sich eilen, Helikon. Ich habe dir gesagt, dass ich mein Bestes tue, aber vorher muss ich dir schwerwiegende Dinge erzählen. Denk daran, dass ich ihn schon gehabt habe. Wen? Den Mond. Ja, natürlich. Aber weißt du, dass gegen dein Leben eine Verschwörung besteht? Ich habe ihn sogar ganz gehabt. Ist wirklich wahr, 2 oder 3 Mal. Immerhin, ich habe ihn gehabt. Schon seit langem versuche ich, dich zu sprechen. Im vergangenen Sommer war's. Damals, als ich ihn betrachtete und ihn streichelte auf den Säulen des Gartens, hat er es vielleicht gespürt. Hören wir auf mit diesem Spiel, Caius. Auch wenn du mich nicht anhören willst, es ist meine Pflicht, dennoch zu dir zu sprechen. Umso schlimmer für dich, wenn du weghörst. Es war in einer herrlichen Augustnacht. Er hat sich etwas gesträubt. Ich hatte mich schon niedergelegt. Er war zuerst blutrot über dem Horizont. Dann begann er zu steigen. Immer leichter und leichter. Mit wachsender Eile. Je höher er stieg, desto heller erstrahlte er. Wie ein See milchigen Wassers schwebte er inmitten dieser Nacht der kalten Sterne. Er wuchs zu einer warmen Glut. Süß, leicht und nackt. Dann überschritt er die Schwelle meines Zimmers. Sicher und langsam gelangte er zu meinem Bett, ergoss sich über das Linnen und überflutete mich mit seinem Lächeln.
seinem Glanz. Siehst du, Helikon? Ohne mich zu brüsten, darf ich sagen, ich habe ihn besessen. Willst du nun zuhören und erfahren, was dir droht? Ich will den Mond, Helikon. Ich weiß schon lange, was mich eines Tages zu Fall bringen wird. Noch habe ich nicht alle Quellen meines Lebens erschöpft. Deswegen will ich den Mond. Du wirst mir nicht wieder unter die Augen kommen, bevor du ihn hergebracht hast. Gut. Gut, ich werde meine Pflicht tun und dir sagen, was ich sagen muss. Gegen dich hat sich eine Verschwörung gebildet, ihr Haupt ist Karriere. Ich habe dieses Schreibtäfelchen entdeckt, sagt alles. Hier ist es. Wohin gehst du, Helikon? Für dich den Mond zu suchen. Wache! Führe Karia hierher! Aber mit allem Respekt, du hast dich der Logik verschrieben, Idiot Caligula. Es handelt sich doch nur darum, zu wissen, zu welchem Ende das alles führen wird. Wenn man dir den Mond bringen würde, wäre alles verändert, nicht wahr? Was unmöglich ist, würde möglich sein. Und mit einem Male wäre alles verklärt. Warum auch sollte Helikon ihn nicht bringen? Vielleicht kann er ihn in der Tiefe eines Brunnens fischen und in einem spiegelnden Netz heranschleppen, ganz klebrig von Algen und Wasser, wie ein bleicher, aufgedunsener, aus den Urtiefen herausgezogener Fisch. Warum nicht? Spiegelbild. Caligula. Wer weiß. Seltsam. Seltsam. Immer weniger Menschen sind um mich. Zu viel Tote. Viel zu viel Tote. Da wird es leer. Und selbst wenn man mir den Mond brächte, könnte ich nicht mehr zurück. Selbst wenn die Toten von neuem unter den Liebkosungen der Sonne erwachten, die Mörder würden doch nicht in die Erde versinken. Die Logik, Caligula. Du musst die Logik durchdenken. Die Macht bis zum Ende. Die Hingabe bis zum Ende. Oh, ich bin der Einzige, der es weiß, dass es keine Macht gibt ohne die hemmungslose Unterwerfung unter sein eigenes Geschick. Nein, man kann nicht zurück. Man muss bis zur Vollendung gehen. Caria. Bist du sicher, dass meine Gegenwart hier erforderlich ist? Ganz sicher, Caria. Ja, verzeih, ich bin zerstreut. Empfange dich sehr schlecht. Nimm Platz und lass uns als Freunde miteinander plaudern. Caria, glaubst du, dass zwei Menschen, deren Seele und deren Stolz einander gleich sind, wenigstens einmal in ihrem Leben ganz herzlich und offen miteinander sprechen können? Ich glaube, dass das möglich ist, Caius. Aber ich glaube, dass du dessen unfähig bist. Du hast recht. Ich wollte nur wissen, ob du ebenso denkst wie ich. Bedecken wir uns also wieder mit unseren Masken. Sprechen wir, wie man ficht, der eine auf der Hut vor dem anderen. Caria, warum willst du mich töten? Ich halte dich für schädlich. Ich habe den Drang und das Bedürfnis nach Sicherheit. Die meisten Menschen fühlen wie ich. Es ist ihnen unerträglich, in einem Universum zu leben, in dem der bizarrste Gedanke in einer Sekunde Wirklichkeit werden kann. Eine Wirklichkeit, in die er einbricht wie das Messer ins Herz. Ich will nicht in einer solchen Spannung atmen. Ich ziehe das Maßvolle vor. Sicherheit und Logik sind nicht vereinbar. Das ist richtig. Was ich jedoch sagte, war zwar nicht logisch, aber gesund. Du stehst uns allen im Wege. Nichts ist natürlicher, als dass du verschwindest. Das ist alles recht einleuchtend und ordentlich. Für die meisten Menschen liegt es sogar auf der Hand. Jedoch nicht für dich. Du bist intelligent. Und die Intelligenz steht entweder hoch im Preis oder sie hebt sich auf. Ich aber stehe hoch im Preis.
Warum jedoch willst du sie weder verleugnen noch für sie zahlen? Weil ich begierig bin zu leben. Weil ich das irdische Glück erstrebe. Ich glaube, man kann weder das eine noch das andere tun, wenn man das Absurde mit allen seinen Konsequenzen verfolgt. Ich bin ein Mensch unter vielen. Um mich von allen Bindungen frei zu fühlen, wünsche ich manchmal den Tod derer, die ich liebe. Begehre ich Frauen, die zu begehren mir das Gesetz, die Familie und die Freundschaft untersagen. Wenn ich logisch bis zu Ende dächte, würde ich zum Räuber und Mörder. Ich bin jedoch nicht der Ansicht, dass diese Vorstellungen in uns von Wichtigkeit sind. Wenn alle Leute darauf ausgingen, sie zu verwirklichen, dann flöge das Glück von dieser Erde. Und es ist notwendig, glücklich zu sein. Du glaubst also an eine höhere Idee? Ich glaube, dass es Handlungen gibt, die schöner sind als andere. Ich glaube, dass alle gleich sind. Ich weiß es, Caius. Deswegen hasse ich dich auch nicht. Ich verstehe dich und ich billige dir die Logik zu. Aber du bist schädlich und du musst verschwinden. Recht so. Aber warum kündigst du es mir vorher an? Warum setzt du dein Leben aufs Spiel? Weil andere an meine Stelle treten werden. Und weil ich es nicht liebe zu lügen. Keria. Ja, Caius? Glaubst du, dass zwei Menschen, deren Seele und Stolz sich gleichen, wenigstens einmal in ihrem Leben herzlich miteinander sprechen können? Ich glaube, dass wir das soeben miteinander getan haben. Ja, Keria. Du glaubtest aber, ich sei dessen unfähig. Ich hatte Unrecht, Caius. Ich gebe es zu. Ich danke dir. Ich erwarte deinen Spruch. Mein Spruch? Ah, du meinst... Meinst du die Schreibtafel, Keria? Ich wusste, dass sie in deinem Besitz ist. Ja, Keria. Sogar deine Freimütigkeit war gemacht. Die beiden Menschen haben nicht herzlich miteinander gesprochen, das tut aber nichts. Jetzt werden sie das Spiel der Aufrichtigkeit beenden und wieder leben wie sonst. Es ist notwendig, dass du zu begreifen versuchst, was ich dir sagen werde, dass du meine Beleidigungen und Launen verträgst. Höre, Keria, dieses Täfelchen ist der einzige Beweis. Ich gehe, Caius. Ich bin dieses hohnvollen Spieles müde. Ich kenne das Täfelchen viel zu gut. Ich will es nicht mehr sehen. Bleib noch! Es ist der einzige Beweis, nicht wahr, Keria? Ich sehe nicht ein, warum du Beweise brauchst, um einen Menschen zu töten. Das stimmt. Aber dieses eine Mal will ich mir widersprechen. Das stört niemanden. Es tut wohl, sich von Zeit zu Zeit zu widersprechen. Man ruht aus. Ich brauche Ruhe, Keria. Hier habe ich den Beweis. Sieh ihn dir an. Ich will mir einmal einbilden, dass ich dich und deine Komplizen ohne ihn nicht hinrichten lassen kann. Das ist eine Vorstellung, an der ich mich erhole. Nun gut. Sieh zu, was aus dem Beweis in der Hand eines Kaisers wird. Gib mir den Leuchter. Du siehst, Verschwörer. Es schmilzt. Und während dieser Beweis verschwindet, erhebt sich ein Morgen der Unschuld in deinem Gesicht. Oh, diese wunderbare Stirne, die du hast. Wie schön. Bewundere meine Allmacht. Selbst die Götter vermögen es nicht, die Unschuld zurückzugeben, ohne dass sie strafen zuvor. Und dein Kaiser benötigt nur eine kleine Flamme, um dich frei zu sprechen und dir die Freude am Leben wieder zu schenken. Mach so weiter, Keria. Geh bis zum Ende deiner großartigen Überlegungen, die du mir vorgetragen hast. Dein Kaiser wartet auf Ruhe. Das ist seine Art zu leben und glücklich zu sein.
Caligula. Geh. Was willst du von mir, Chärea? Die Zeit drängt. Wir müssen entschlossen zu unserem Vorhaben stehen, Scipio. Wer sagt dir, dass ich nicht entschlossen bin? Du warst gestern nicht bei unserer Versammlung. Das stimmt, Chärea. Scipio, ich bin älter als du und ich bin nicht gewohnt, um Beistand zu bitten. Aber dich brauche ich. Denn dieser Mord muss von Lauterkeit getragen sein, inmitten all dieser gekränkten Eitelkeit. Zwischen all diesen jämmerlichen Angsthasen sind einzig wir beide von reinen Gründen getrieben. Mein Wunsch ist, dass du bei uns bleibst. Ich verstehe dich, aber ich versichere, ich kann es nicht. Willst du also zu ihm? Nein, aber ich kann nicht gegen ihn sein. Wenn ich ihn töten würde, mein Herz würde doch für ihn schlagen. Immerhin hat er deinen Vater getötet. Ja, damit beginnt alles. Aber damit hört doch alles auf. Er verneint, was du anerkennst. Er verhöhnt, was du verehrst. Stimmt, Chärea. Aber doch ist etwas in mir, das ihm ähnlich ist. Die gleiche Flamme verzehrt unser Herz. Es gibt Stunden, wo man wählen muss. Ich habe erstickt, was in mir ihm gleichen könnte. Ich kann nicht wählen. Denn neben meinem eigenen Weh trage ich auch an seinem Leiden. Mein Unglück ist, alles zu verstehen. Also willst du ihm Recht geben? Ich bitte dich, Chärea, niemand hat Recht! Für mich wird niemand mehr jemals Recht haben können. Weißt du, dass ich ihn noch mehr hasse für das, was er aus dir gemacht hat? Ja. Er hat mich gelehrt, alles zu fordern. Nein, Scipio. Er hat dich mit Verzweiflung geschlagen. Und eine junge Seele mit Verzweiflung schlagen ist ein Verbrechen, größer denn alle, die er bis jetzt begangen hat. Ich schwöre dir, dass dieses alleine mir genügen würde, um ihn blind wütend zu ermorden. Chärea, was will man von uns mitten in der Nacht? Von uns totschlagen will wie die anderen auch. Braucht man wahrhaftig nicht so viel Umstände zu machen. Ich habe es immer gesagt, wir hätten schnell handeln müssen. Jetzt erwartet uns die Folter. Was ist los? Unser Plan ist entdeckt. Nun, und? Das bedeutet die Folter. Ich erinnere mich, dass Caligula einem diebischen Sklaven 80.000 Sesterzen schenkte, der die Folter ertrug und nichts gestand. Ja, was hilft das uns? Nichts. Aber es beweist, dass Caligula die Standhaftigkeit liebt. Kennt ihr Caligulas Lieblingswort? Er pflegt dem Henker zu sagen, töte ihn langsam, damit er das Sterben spürt. Es kommt noch besser. Nach einer Hinrichtung hat er gegähnt und meinte mit der ernstesten Miene der Welt, was ich am meisten bewundere, ist meine Unempfindlichkeit. Mit diesem Wort entlarvt sich ein Schwächling. Hör doch endlich auf mit deiner albernen Philosophiererei. Es ist zum Auswachsen. Das ist keine Philosophiererei. Seien wir uns klar, dass von diesen Menschen eine unleugbare Kraft ausströmt. Er zwingt zum Denken. Er zwingt jeden zum Denken. Die Unsicherheit des Lebens, die er verbreitet, sie ist's, die das Denken erzwingt. Deshalb verfolgt ihn eine Woge von Hass. Ich sag, wir hätten schneller handeln sollen. Wir haben viel zu lange gewartet. Wahnsinn ist das. Ich will nicht sterben. Jetzt muss rasch gehandelt werden. Ihr zwei bleibt hier. Heute Abend werden wir 100 sein. Hier bleiben sollen wir? Hier? Meiner Treu, wie gerne ging ich auf und davon. Es riecht nach Tod. Oder nach Lüge. Was gibt's? Wisst ihr etwas? Der Kaiser ließ uns rufen. Man erzählt, dass Caligula schwer erkrankt sei. Das stimmt. Was fehlt ihm denn? Bei allen Göttern liegt er im Sterben! Das glaube ich nicht. Seine Krankheit ist nur für andere tödlich. Und wenn wir das Gerücht ausstreuen, überall... Bleibt hier! Was
du, Caesonia? Caligula hat ein schweres Magenleiden. Er braucht Blut. Allmächtiger Gott! 200.000 Sesterzen stifte ich für des Caesars Genesung. Beim Jupiter, mein Leben für das Seine. Ich akzeptiere dein Geschenk, Intendant. Ich danke dir von Herzen. Mein Schatzmeister wird dich morgen früh in deiner Wohnung besuchen. Und du, Lepidus? Du ahnst nicht, wie gerührt ich bin. Liebst du mich wirklich so sehr? Caesar, nichts gibt es auf dieser Welt, was ich nicht hingäbe für dich. Das ist zu viel, Lepidus. So viel Liebe habe ich nicht verdient. Nein, nein, glaub mir, ich bin dessen unwürdig. Wache! Abführen! Folge ihnen, mein Freund, und vergiss nicht, dass Caligulas Herz für dich schlägt. Aber wohin führen die mich? Zum Galgen, natürlich. Du hast doch dein Leben für das meine gegeben. Oh, wie viel besser fühle ich mich jetzt. Nicht einmal diesen schrecklichen Geschmack von Blut spüre ich noch im Munde. Du hast mich geheilt, Lepidus. Bist du nun glücklich? Dein Leben konntest du für ein anderes geben, für mich, für Caligula. Ich aber bin wieder verjüngt, bereit für alle Freuden der Erde. Lass mich los! Lass mich los! Lass mich los! Es war nur alles nur ein Scherz! Lass mich los! Bald werden an den Straßen des Meeres die Mimosen blühen. Die Frauen schreiten dahin in Kleidern aus zärtlichen Stoffen. Und der gewaltige Himmel ist wieder köstlich und jung. Lepidus, oh, wie lächelt das Leben! Mein lieber Freund, hättest du das Leben wirklich geliebt, nie hättest du so leichtfertig verspielt. Wer verloren hat, muss zahlen. Komm, Caesonia. Apropos, mir kam heute ein guter Einfall. Ich will ihn euch verraten. Man ist bis zur Stunde unter meiner Herrschaft zu glücklich gewesen. Weder eine allgemeine Pest, noch ein menschenfresserischer religiöser Kult, weder ein blutiger Staatsstreich, kurz, nichts geschah, was uns für die Nachwelt interessant machen könnte. Und deshalb, seht ihr, will ich die Launen der Geschichte überlisten. Ich will damit sagen, ich weiß nicht, ob ihr mich versteht. Das heißt, ich ersetze die Pest. 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 Ich ersetze die Pest.
feste, einzige ihr. O, du mein Wahn, dem die Hoffnung entfleucht. Halt bitte ein, Scipio. Bist du? Caius. Du bist sehr jung und kennst schon die wahren Lehren des Todes. Ich war jung genug, um meinen Vater zu verlieren. Ich bildete mir manchmal ein, ihr Dichter wäre das letzte Aufgebot meiner Verteidigung. Aber es war ein Wahn. Und ich stoße euch zurück in den elenden Haufen meiner Feinde. Die Dichter sind gegen mich. Ich kann sagen, das ist das Ende. Caius, das alles ist unnötig. Ich weiß schon, dass du gewählt hast. Lass mich in Ruhe. Ich werde dich in Ruhe lassen, in der Tat. Denn ich glaube, dass ich dich verstanden habe. Weder für dich noch für mich, der ich dir so sehr gleiche, gibt es noch einen Ausweg. Ich werde sehr weit fortgehen, um die Gründe für dies alles zu suchen. Leb wohl, Caius. Wenn alles vorbei ist, dann vergiss nicht, dass ich dich geliebt habe. Geh endlich! Kleines Scipio. Was meint der? Das übersteigt deine Begriffe. Komm näher zu mir, Caesonia. Woran denkst du, Caligula? Ich frage mich, warum du schon so lange bei mir bist. Weil ich dir gefalle. Nein. Wenn ich dich töten ließe, ich glaube, ich könnte es mir vorstellen. Es ist merkwürdig. Wenn ich nicht töte, fühle ich mich einsam. Die Lebenden genügen nicht, das Universum zu bevölkern und aus ihm die Langeweile zu vertreiben. Und wenn ihr da alle um mich steht, strömt aus euch eine maßlose Leere. Und ich vermag es nicht länger, in den hohlen Spiegel eurer Fratzen zu blicken. Ich fühle mich nur noch wohl unter meinen Toten. Ihr da unten, ihr seid die Wirklichkeit. Ihr seid wie ich. Ihr wartet auf mich und treibt mich. Lang Zwiesprache hatte ich mit manchen von euch. Sie winselten. Und ich riss ihnen doch die Zunge heraus. Wie schön wäre es, ein guter Mensch zu sein und mit reinem Herzen zu leben. Komm, leg dich zu mir. Lege deinen Kopf auf meine Knie. Da liegst du gut. Alles verstummt. Es stimmt? Hörst du nicht das Klirren der Waffen? Hörst du nicht diese tausend kleinen Geräusche, die den Hass verraten, der auf der Lauer liegt? Niemand würde es wagen. Doch, die Dummheit. Sie mordet nicht. Dazu ist sie zu schlau. Sie ist mörderisch, Caesonia. Sie mordet, wenn sie sich beleidigt fühlt. Nicht die, deren Sohn oder Vater ich getötet habe, werden mich erschlagen. Sie haben mich längst verstanden. Sie sind von meiner Art. Sie haben den gleichen bitteren Geschmack im Munde wie ich. Aber die anderen, über die ich mich lustig gemacht habe, die ich den Spott anheimgab, gegen ihre gekränkte Eitelkeit, bin ich machtlos. Wir werden dich zu schützen wissen. Wir, die dich lieben, sind zahlreich genug. Immer weniger werdet ihr. Immer weniger. Ich habe alles dazu getan. Und dann machen wir uns nichts vor. Nicht nur die Dummheit ist gegen mich, sondern auch die Entschlossenheit und der Mut derer, die glücklich sein wollen. Sie werden es nicht wagen, dich zu töten. Oder aber es stürzt etwas vom Himmel herab, das sie verbrennt, ehe sie dich anrühren. Vom Himmel? Es gibt keinen Himmel! Warum auf einmal so viel Liebe? Es widerspricht unseren Abmachungen. Ist es nicht übel genug zu sehen, wie du andere mordest, um zu wissen, dass auch du fallen musst? Ist es nicht übel genug, grausamer dich empfangen zu müssen? Deinen Mordgeruch zu spüren, wenn dein Leib über mich kommt. Jeden Tag, jede Nacht sehe ich, wie der Mensch in dir verwest.
Ich weiß, ich bin alt und beinahe verblüht. Aber die Sorge um dich verleiht mir die Größe einer Seele, für die es unwichtig ist, ob du sie liebst oder nicht. Ich möchte nur, dass du gesund wirst. Du, der du noch ein Knabe bist. Das ganze Leben liegt vor dir. Und was gäbe es, das größer ist als das ganze Leben? Ich bin 29 Jahre. Das ist wenig. Aber in dieser Stunde, da mein Leben mir so uralt erscheint, behängt mit den leeren Hüllen der Vergangenheit, endlich erfüllt, bleibst du der letzte Zeuge. Und ich kann nicht deiner schamvollen Zärtlichkeit widerstehen für jene alte Frau, die du einst sein wirst. Caius, lass mich bei dir. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, und das ist schrecklich, diese geheime Zärtlichkeit zu dir ist das einzig reine Gefühl, das mir das Leben schenkte. Ist es nicht besser, der letzte Zeuge verschwindet? Das ist unwichtig. Ich bin glücklich über das, was du mir sagtest. Warum darf ich dieses Glück nicht mit dir teilen? Wer sagt dir, dass ich nicht glücklich bin? Das Glück ist groß und verschwenderisch. Es lebt nicht von der Vernichtung. Dann, Caesonia, gibt es zwei Arten von Glück. Und ich habe das des Mörders gewählt, denn auch ich bin glücklich. Es gab eine Zeit, da ich glaubte, das Äußerste der Leiden erreicht zu haben. Doch sehe ich, man kann auch weitergehen. Am Ende dieser Bahn thront ein kaltes und erhabenes Glück. Ich muss lachen, Caesonia, wenn ich daran denke, dass es ganz Rom jahrelang vermied, Drusillas Namen zu nennen. Doch Rom hat sich jahrelang getäuscht. Liebe genügt mir nicht. Das habe ich damals begriffen. Und ich begreife es heute wieder, wenn ich dich betrachte. Denn ein menschliches Wesen zu lieben, das heißt bereit sein, mit ihm zu altern. Ich bin dieser Liebe nicht fähig. Drusilla alt wäre viel schlimmer als Drusilla tot. Man glaubt, dass ein Mensch immer nur leidet, weil das Wesen, das er liebte, in einem Tag starb. Aber das wahre Leiden ist weniger flüchtig. Es ist die Erkenntnis, dass der Kummer nicht dauert und dass selbst der Schmerz sinnlos wird. Du siehst, ich brauche mich nicht herauszureden. Nicht einmal durch den Schatten einer Liebe, nicht durch die Bitterkeit einer Melancholie. Ich bin unbelastet von diesen Dingen. Heute jedoch bin ich noch viel freier, als ich vor Jahren es war. Frei von jeder Erinnerung und frei von jeder Illusion. Ich weiß, nichts ist von Dauer. Das muss man wissen. Hier sind zwei oder drei in der Geschichte, die es erfuhren. Dieses irrsinnige Glück. Caesonia, du bist mitgegangen bis zum Ende einer merkwürdigen Tragödie. Es ist Zeit für dich, dass der Vorhang fällt. Diese trostlose Freiheit, ist sie das wirkliche Glück? Sie ist es, Caesonia. Ohne sie wäre ich ein zufriedener Mensch gewesen. Ja, aber danke ich den unbestechlichen Blick des Einsamen, der alles durchschaut wie ein Gott. Komm, komm nah zu mir, Caesonia, noch näher, ganz, ganz nah. Ich lebe, ich töte, Caesonia. Ich übe die berauschende Gewalt der Zerstörung aus, gegen die die Macht des Schöpfers der Witz eines Affen ist. Das ist es, das Glück. Diese übermenschliche Entfesselung der Kräfte, diese universale Verachtung, dieses Blut, dieser Hass um dich herum, dieses Alleinsein ohnegleichen, diese maßlose Freude des Mörders, den keiner zu strafen vermag, diese unversöhnliche Logik, welche Menschenleben zertritt und auch dich zertritt, Caesonia. Um endlich einzugehen in die ewige Einsamkeit, in die Vollendung. Caius. Nein, keine Zärtlichkeiten.
Schnallst damit die Zeit rein, liebe Cäsonia! Ave Cäsonia. Und auch du warst schuldig. Aber töten ist keine Lösung. Caligula, auch du bist schuldig, mehr oder weniger. Aber wer wird es wagen in dieser Welt, die ohne Richter ist, in dieser Welt, in der niemand schuldlos ist, mich zu verdammen? Siehst du, Helikon ist nicht wiedergekommen. Ich werde den Mond nicht haben. Oh, es ist bitter, die Wahrheit zu erkennen und bis zur Vollendung gehen zu müssen. Ich hab Angst vor der Vollendung. Wachlärm! Da kommt sie. Die banale Unschuld des Lebens zu ihrem Triumphe bereit. Angst! Wie abscheulich, die gleiche Feigheit in der eigenen Seele zu spüren, um deren Willen man die anderen verachtete. Aber das macht nichts. Die Angst kann nicht dauern. Bald werde ich sie finden. Die große Leere, in der das Herz sich besänftigt. Alles scheint so verworren. Und wie einfach ist alles. Hätte ich den Mond gehabt, hätte mir die Liebe genügt, alles wäre anders. Aber wo sollte ich ihn stillen? Mein Durst! Welches menschliche Herz, welcher Gott hätte für mich die Tiefe eines Sees? Nichts gibt es in dieser Welt, nichts in der anderen, das mich sättigen könnte. Ich weiß es. Aber du weißt es auch, Caligula im Spiegel. Nur das Unmögliche hätte mir genügt. Das Unmögliche. Ich habe es gesucht an den Grenzen der Welt, an den Grenzen meiner selbst. Ich habe meine Hände ausgestreckt. Ich strecke meine Hände. Und du bist immer, dem ich begegne. Du, mein Spiegelbild mir gegenüber. Ich hasse dich. Mein Weg war falsch. Er führt ins Nichts. Meine Freiheit war ein Trug. Weg! Spiegelbild Caligula! Fort! Ausgelöscht! Werde Geschichte, Caligula! Unausgiebbare Geschichte! Oh!